Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt es ein sehr schnelles und ein sehr leckeres Rezept, denn ich habe einen No-Bake Oreo Chocolate Cheesecake gebacken. Genau. Okay, ich spreche Deutsch. Einen Kühlschrankkuchen ohne Backen aus Oreo-Keksen und Schokolade. Ah, jetzt habe ich es auch verstanden. Spricht die Spülmaschine wieder mit uns. Ja. Egal, lasst euch nicht davon stören. Ja, der Kuchen ist super einfach, denn man hat eine Keksschicht, dann kommt der Kuchen kurz in den Kühlschrank und dann wird in der Zwischenzeit eben diese leckere Schokoladencreme zubereitet. Und es ist wirklich super schnell und sehr einfach. Ja, wahnsinnig gesund natürlich. Ja, nicht? Ja. Ja, aber trotzdem sehr lecker, deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal die Zutaten und starte gleich. Für den Keksboden brauche ich 300 Gramm Oreo-Kekse, 100 Gramm Butter, 50 Gramm Herrenschokolade und für die cremige Füllung brauche ich jeweils 250 Gramm Frischkäse, Quark und Mascarpone, 150 Gramm Herrenschokolade, 100 Gramm Puderzucker, etwas Vanilleextrakt und später etwas Kakao zum Bestreuen. Zuerst einmal stelle ich jetzt den Boden her natürlich, dafür nehme ich jetzt die Oreo-Kekse. Und falls ihr keine Oreo-Kekse nehmen möchtet, könnt ihr auch ganz normale Schokokekse zum Beispiel nehmen. Da müsst ihr dann aber ein bisschen mehr Butter einberechnen, denn ich habe hier in den Oreo-Keksen diese Füllung mit drin und die werde ich jetzt auch gleich mit der Butter schmelzen. Oh nein, es hat nicht geklappt. Beim nächsten dann. Und jetzt nehme ich hier einmal die Füllung raus. Und die Füllung kommt jetzt in den Topf und der Keks kommt jetzt hier in so einen Zerkleinerer. Aber ihr könnt die Kekse auch ganz einfach in einen Gefrierbeutel geben und mit einem Ausrollstab drüber rollen. Dann könnt ihr das Ganze auch zerkleinern. Die Kekse sind jetzt zerbröselt und hier habe ich inzwischen auch schon die Butter mit der Oreo-Keksfüllung geschmolzen, einfach bei niedriger Stufe. Und jetzt kann man hier den Herd ausmachen und hier gebe ich jetzt noch die schwarze Herrenschokolade mit rein. Die hat einen Kakaoanteil von über 60% und dadurch schmeckt sie eben richtig schokoladig. Und die Schokolade darf jetzt hier noch ein bisschen schmelzen und dann rühre ich gleich die Keksbrösel hier mit rein. Die Masse habe ich jetzt gut verrührt und jetzt habe ich hier meine Backform, also backen werde ich ihn zwar nicht, aber ich brauche trotzdem eine Form. Ich habe jetzt hier eine Tartform mit Hebeboden, das heißt hier in der Mitte kann ich den Boden einfach herausnehmen und das ist auch wirklich sehr praktisch, damit ich später den Kuchen jetzt nicht rausstürzen muss. Ihr könnt jetzt entweder so eine Tartform nehmen oder auch eine Springform oder zum Beispiel auch einen ganz normalen Backring und der hat dann einfach einen geraden Abschluss und ich finde es jetzt hier ganz hübsch mit diesem gewellten Abschluss. Die Form fette ich jetzt ganz kurz ein bisschen mit Backtrennspray und ich lege die dann immer auch ganz gerne auf einen Tortenretter, damit ich sie transportieren kann, denn wenn ihr später hier den Kuchen drin habt und aus Versehen mit den Fingern dran kommt, geht der Kuchen eben nach oben. So, da kommt jetzt die Masse rein und wird dann schön glatt gedrückt, auch bis zum Rand hoch. Ich habe die Keksbrösel jetzt schön angedrückt und da müsst ihr auch wirklich darauf achten, sie fest anzudrücken, damit der Kuchen später einfach nicht bröselt. Ich stelle das jetzt kurz in den Kühlschrank für etwa eine halbe Stunde, bis der Boden schön fest wird. Die restlichen Zutaten stelle ich nochmal kurz in den Kühlschrank und dann geht's gleich weiter.
Der Keksboden ist jetzt gut durchgekühlt und ich habe jetzt hier die Herrenschokolade schon einmal geschmolzen über einem warmen, aber nicht mehr kochenden Wasserbad. Jetzt werden die Zutaten für die Creme verrührt. Das heißt, ihr nehmt jetzt entweder Frischkäse zuerst oder Mascarpone, das ist im Prinzip egal. Und beim Frischkäse immer darauf achten, dass ihr Doppelrahmstufe Frischkäse nehmt. Denn wenn es zum Beispiel ein fettreduzierter ist, dann wird die Creme einfach nicht so schön fest und cremig. Da kommt jetzt die Schokolade mit rein und wird damit jetzt kurz verrührt. Dann kann sich so alles schön verbinden. Jetzt kommen noch die restlichen Zutaten mit rein, also Quark und in meinem Fall jetzt Mascarpone. Und Zucker gebt ihr jetzt nach Bedarf dazu, das heißt, wenn ihr es gerne etwas herber möchtet, dann etwas weniger Zucker. Und wenn es gerne süßer sein soll, dann ein bisschen mehr Zucker. Und Vanille auch einfach nach Bedarf. Also viel. Ihr könnt jetzt die Creme, so wie sie ist, entweder einfach so reinstreichen mit einem Löffel zum Beispiel und eine schöne Wischtechnik machen, also mit dem Löffelrücken. Oder ihr nehmt einen Spritzbeutel. Ich habe jetzt da eine Lochtüle dran und werde dann kleine Tupfen drauf spritzen. Der Spritzbeutel wird oben zugedreht und deswegen achte ich auch immer darauf, ihn nicht zu voll zu machen, da man ansonsten sehr viel verkleckert. Das heißt, ich fülle die restliche Menge gleich noch auf. Und jetzt werde ich einfach kleine Tupfen hier drauf spritzen und die Tarte damit befüllen. Und die Torte ist jetzt so im Prinzip schon fertig. Ich gebe sie jetzt nochmal für etwa eine halbe Stunde in den Kühlschrank und dann wird sie mit Kakao bestreut und serviert. Jetzt ist der Kuchen bereit und der Murat kann probieren. Er steht schon in den Startlöchern. Das sieht auch richtig cool aus, gell? Mhm. Ach Gott, ich hab gedacht, die Tartform ist noch dran. Nö. Ach, das sah aus, als wäre die Tartform noch dran. Nein, Tartform und ist dann, entfernt. Ich habe gerade gedacht, wie schneide ich das Metall durch? Ja. So, wenn du möchtest, kannst du noch ein paar Himbeeren dazu nehmen oder was man eben gerade da hat. Ihr wisst ja, ich liebe immer zu so was Schokoladiges liebe ich immer Espresso, weil das so einen leichten, herben Geschmack hat. Espresso und Physalis liebst du, gell? Ja. Siehst du? Okay, also ich habe den Wink schon verstanden, ich mache dir gleich einen. Genau. Dieser wahrscheinlich wieder dieser Keksboden. Ja. Dann diese Creme hier, diese Schokocreme. Dann hast du es nochmal oben drüber mit Backkakao gemacht, oder? Ja. Okay, und jetzt? Boah. Probier mal. Und der Boden ist ja schön süß durch die Oreo-Kekse, deswegen habe ich in der Füllung jetzt nicht so viel Zucker. Aber man kann da natürlich selber bestimmen und schauen, was einem am besten schmeckt. Boah, schmeckt genial. Richtig herber Kuchen. Ja, das ist ein herber Kuchen. Leute, wenn jetzt alle denken, er wäre süß, stimmt nicht. Also der ist, genau. Der Boden ist süß, die Creme ist ein bisschen herber und wow. Also für mich perfekt. Und da jetzt ein paar Himbeeren dazu oder Erdbeeren zur Erdbeerzeit, perfekt. Mm. Gut, oder? Mhm. Würdest du nachmachen? Auf wenn jeden du Fall. Backen könntest?
wenn es geht, macht einen Backkakao drüber, keinen Kaba oder sowas. Genau, weil Kaba ist ja sehr süß und da ist ja mehr Zucker drin als Kakaopulver. Deswegen wirklich Backkakaopulver. Und falls ihr dieses leckere Rezept auch nachmachen wollt, vor allem geht es ja super schnell und einfach, dann geht auf sallys-blog.de und ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ihr braucht im Prinzip keinen Backofen dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Guck mal, der wollte auch abschieben. Tschüss, Spülmaschine. Aber mach's wirklich gut. Also so einfach und so lecker. Ja. Wow. Jetzt lassen wir noch ein Stück übrig. Tschüss. Tschüss. Da. Ich würde den Teller nehmen. Ich finde, das ist ernsthaft? Der Kontrast. Ich habe gerade Augenkrebs. Ich krieg gleich. Oh mein Gott. Ah, meine Augen. Seid ihr bescheuert? Sag mal, kannst du keinen gelben Teller nehmen? Das sieht doch voll cool aus mit dem Kontrast. Nein. Wirklich? Ich sehe nichts mehr. Entschuldigung. Also ich, also ehrlich. Ach komm, nehmen wir einen rosa Teller. Ich war mal Einrichtungsberater bei Ikea. Murat, bist du's? Achso. Ich hole den anderen Teller. Mein Gott, echt? Kann keinen gelben Teller nehmen.